Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Hand of Fate. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tschu, die Pestdame soll heute unser Gegner sein. Das Deck haben wir gestern schon in vernünftigen Zustand gesetzt. Ja, was auch immer das heißen mag. Ich hoffe, die Karten sind uns hold. Banish your curses with caution while facing the queen. Boah, verfluchter Spieler ist mies. Okay, in dieser Runde werden wir wahrscheinlich einige Flüche abbekommen. Ich habe da so ein bisschen Sorge, vor allem, weil ich, wenn ich einen Fluch wegmache, einen Gegenstand verliere. Es könnte ziemlich böse für uns enden. Ich würde aber sagen, wir lassen uns gerne überraschen. The true and final death at this table, as I risked my life in ages past. Okay, das End. Ah. Vielleicht hat er ja auch mal gespielt und ist jetzt der Kartenmensch geworden. Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Herr Leo am Anfang, sehr schön. Das ist ein guter Beginn eigentlich. Herr Leo kennen wir ja schon, bla bla bla. Wir geben ihm ein Brot von unserem Teller. Und er beobachtet uns. Er schwenkt seinen Stock und haut dir damit auf den Kopf. Als du wieder zu dir kommst, weißt du nicht, wo du bist, aber jemand hat dich ordentlich zugedeckt. Okay. Hilfe für den Händler. Another chance to discover what your heart truly desires. Während du die Waren in einem Handelsposten ansiehst, wirst du vom Inhaber angesprochen. Du siehst sehr vertrauenswürdig aus. Ich habe Schulden bei einem Bekannten in Orinheim. Er hat einige Gegenstände, die er als Pfand behält. Wenn du ihm dieses Gold bringst, könntest du zum Dank für deine Hilfe eines dieser Ausrüstungsteile dein eigen nennen. Okay, das nehmen wir natürlich an und überbringen das Gold. Der Ladenbesitzer geht sicher, dass die anderen Kunden gegangen sind, bevor er ein Brett im Boden anhebt und darunter eine kleine Holzkiste hervorholt. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Bitte stelle sicher, dass das Geld sein Ziel sicher erreicht. Okay, um 100 Gold. Nach 5 Schritten verlieren wir 50% der Gewinne. Oh, okay, wir kriegen jetzt einen Fluch. Hüte dich unterwegs von Dieben und Räubern und halte dich vom Wirtshaus, von Wirtshäusern fern. Okay, wo geht die Karte hin? Rückgaberecht. Ah, direkt vor uns einfach. Ja, okay, gehen wir da hin, ne? Würde ich mal sagen. So, Rückgaberecht. Again, a token is at stake. Ah, du siehst mir wie der Kerl aus, der mir etwas von meinem Freund auf der anderen Seite des Tals vorbeibringt. Woher will der wissen, wie ich aussehe? Die können sich ja wohl noch nicht gesehen haben eigentlich, ne? Ja, da bin ich. Hier sind deine 100 Gold. Vielen Dank, sagt er einfach. Okay. Cool. Du kannst dir eines der Ausrüstungsteile aussuchen, die ich als Pfand behalten habe. Wollen wir mal schauen. Also. Gefiedertes Eis hat er wieder. Die Pfeilschneider. Was machen die denn? Drücke während des Kampfs rechter Bumper. By one of the King's Mages during the first Ratman incursions. Ah, das kann magische Gegenstände wegdingensen. Da würde ich fast sagen, nehmen wir das gefiederte Eis. Ja, das macht am meisten Sinn für mich. So. Ich schicke eine Lebensmittellieferung an einen weit entfernten Handelsposten, doch ich habe keine Antwort erhalten. Vielleicht begegnest du ja dem Händler, den ich losgeschickt habe und hilfst ihm aus. Das Zeichen der Karte gehört jetzt dir. Sauber. Erste Zeichen wieder verdient, Leute. So, sehr schön. Habe ich jetzt aber durch den... Ich habe ja den einen Fluch, der ist jetzt wieder weggegangen. Habe ich da jetzt irgendwas durch verloren? Nee. Nö, irgendwie nicht. Okay, soll uns recht sein. Links oder rechts? Ich würde sagen links. Okay, da war die Rattenmenschenjagd. Shit. Der Geber zieht eine Monsterkarte. 4 Pest. Das ist zu schaffen für einen Helden unseres Formats, sollte man meinen. Denke schon, dass wir das hinbekommen. Da hinten ist ein Piratenschiff, Leute. So, wir bekommen eine Rüstung, wir bekommen ein Schild, wir bekommen... eine Axt und wir bekommen unser Item natürlich auch noch nicht zu... Boah. Komm schon, ey. Muss ich ja nur noch abblocken hier. Was ist denn hier los? Oh, wie soll ich denn so viel abblocken? Das ist ja nahezu unmöglich. Oh, meine Güte, ey. Komm schon. Ja, aber 5... Ah, ich wollte gerade sagen, 5 Lebenspunkte zu verlieren ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber jetzt haben wir inzwischen leider schon ein bisschen mehr verloren. So, da hinten steht auch nicht mehr auf. 18 Lebenspunkte verloren, das ist im Rahmen, aber vielleicht bekommen wir ein paar Rationen, wie geil der dem Berg runtergefallen ist. Ha, hat er verdient.
Vielleicht bekommen wir ein paar Rationen. Ja, eine Ration Gewinnkarte. Und direkt hier 5 Rationen. Ja, warum nicht? 25. Schönes Ding. So, wir gehen zurück und zack, schon haben wir wieder 94 Lebenspunkte. Können den Wald durchqueren und ja, lassen uns auf den nächsten Teil des Abenteuers ein. Interessante Karte. It will be done. Unlike other opponents, I will remember you fondly. Ist aber nett, dass er sich gerne an mich zurückerinnert. Ich bin aber auch ein hübscher Bube, muss man sagen. Wir haben die heilige Schmiede erreicht und wir haben das Erz schon wieder nicht. Ja, bla bla bla. Wir ziehen weiter, ja. Können wir nichts machen, Leute. Wir müssen dieses scheiß Erz vorher finden. Der reisende Kesselflicker. Da brauchen wir gar nicht schauen, denn wir haben kein Geld. Wir gehen einfach dran vorbei. Schade eigentlich. Ein dunkles Ritual. Da kommen wir genau richtig, glaube ich. Ach du Scheiße, Leute. Während du die heiligen Grabstätten vom Wanderbatte durchsuchst, triffst du auf eine Gruppe Skelette, die ein dunkles Ritual durchführen. Der Geber zieht dir 3 Monsterkarten. Ihre Aufmerksamkeit scheint sich ganz auf eine verschlossene steinerne Sarkophag zu konzentrieren. 10 Schädel, easy game. Du näherst dich vorsichtig den untoten Schurken, dann stürzt du dich auf sie. Gegen 10 Schädel, Leute. Puh, ich kann doch auch noch Leute einfrieren, wir haben 100 HP. Was soll uns hier eigentlich groß passieren? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich es auch nicht lernen muss. Das wäre wirklich sehr ärgerlich. Gehen wir mal davon aus, dass wir das hier gut überstehen werden, ne? So. Ach du Heilige. Da sind wieder sehr viele Fallen. Ah, die haben jetzt ein Schild und alles schon bekommen. Also, pass auf. Zack! Jetzt haben wir die mal hier alle eingefroren. Und ich würde mich gerne an den Fernkämpfern hier auch vergehen, ehrlich gesagt. Okay, das hat gut geklappt. Boah. Na komm, renn da durch. Zack, da haben wir wieder einen. Oh, wie ich die Treppe hochgerollt bin, ey. They see me rolling. Ah, they hate it. Zack, wieder weg mit mir. So, hier ist der nächste Fernkämpfer mit dem Schild. Er liegt am Boden. Ah, da musste ich jetzt leider das erste Mal ein bisschen Schaden hinnehmen. Habe ich nicht gesehen, dass er mit seinem Fernkampfangriff da schon wieder so gut steht. Wo ist der Bengel? Hier. Komm schon. Okay, der ist down. Okay, den haben wir auch, Leute. Ich glaube, wir gehen hier mit gerade mal 6 Schaden raus. Yes, guckt euch das an. Schädel gespalten. So muss es sein. 10 Schädel haben wir hier besiegt. Schönes Ding. Schönes Ding, und wir müssen nur einmal weitergehen, dann haben wir wieder volle Lebensenergie. Als der letzte zerbrochene Knochen auf dem Steinboden scheppert, wird dir klar, dass deine Bemühungen zu spät kamen. Der Sarkophag öffnet sich langsam knarrend. Du nimmst dir schnell, was du tragen kannst, und fliehst aus der Kammer. Oh, okay, das Zeichen gehört uns und 2 Ausrüstungskarten. Die sterbliche Laune. Was denn? Ja, eben. Diese Waffe nimmt in jedem Kampf wahllos die Eigenschaft einer anderen Waffe an. Okay, ist immer noch besser als eine Axt, würde ich mal sagen. Und Verteidigung Mittel. Im Kampf haben durch Bögen und Zauberstäbe erlittene Schäden eine Chance, deinen Cooldowns zu füllen. Die Ketten der Raserei sind natürlich besser als eine mittlere Rüstung. Ach, ich habe sogar eine leichte. Ach, der hat mir die Rüstung geklaut beim letzten Mal. Weil ich diesen einen Fluch doch hatte, Leute. Na gut, egal. So, sehr schön. Als du einen Moment später draußen ankommst, hörst du einen unheiligen Schrei, der dich auf ewig in deinen Träumen verfolgen wird. Das sind ja wieder schöne Voraussetzungen, Leute, aber wir haben immerhin schon 2 Token in diesem Spieldurchgang klar gemacht. Was erwartet uns hier? Der riesige Adler, und er hat einen Token. Eines Tages fliegt ein großer Schatten über dich hinweg. Als du aufblickst, siehst du einen riesigen Adler im Sturzflug auf dich zukommen. Wir warten einfach mal ab, was der macht. Der Vogel greift dich und trägt dich in andere Lande. Während des Fluges siehst du eine Abtei hoch oben in den Bergen. Aus deiner Position hoch in den Lüften kannst du einen holprigen, überwachsenen Pfad erkennen, der dorthin führt. Das Zeichen der Karte gehört jetzt dir.
Der Wind rauscht über dein Gesicht, während der Adler immer höher steigt. Versuche, dich aus seinem Griff zu befreien. Ja klar, versuchen wir das. Ich will doch nicht hier auf ewig... Choose from these options. Ich will doch nicht auf ewig in den Krallen von diesem Monster. Nein! Ein Fehlschlag. Mit einem schrillen Schrei lässt der Vogel dich mitten im Flug fallen. Du fällst durch das Dach einer Scheune und schreckst einige Hühner auf. Der Geber zieht dir eine Verlustkarte. 10 Maximum Gesundheit. Warum? Sorry. Naja. Wir haben immerhin... Der reisende Juwelier. Wieso? Hä? Ach so, weil der mich woanders hingetragen hat. Ah, okay. Ich habe eh kein Gold, also gehen wir dran vorbei und setzen die Reise fort. Ja, dann schauen wir jetzt, was hier los ist. Die Wirtshauswette wäre da unten noch. Ja, aber hier ist der Höhlenausgang. Ich würde sagen, Leute, komm, wir gehen raus. Denn für die Wette haben wir sowieso keine Credits mehr. Deswegen betreten wir die nächste Höhle und werden natürlich noch von 2 Monsterkarten hier belagert. 5 Staub. Das dürfte aber klar gehen. Ich denke schon, dass wir das klar machen. Also irgendwie haben wir es überhaupt gar nicht mit Gold in dieser Runde, ne? Weiß auch nicht, was da los ist. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt auf unsere Waffe. Oh, die sieht diesmal aus wie dieser Frostbiss. Oder? Ja, sie ist gerade der Frosthauer jetzt geworden, Leute. Und... Oh, sauber. Guckt euch das an. Das ist lustig, finde ich, dass wir jetzt jedes Mal quasi eine andere Waffe unser eigen nennen dürfen. Zack. Okay. Oh, mit dem Schild hier abgeblockt. So muss es sein. Ich glaube... ja, das wäre wohl in die falsche Richtung abgeblockt, würde ich mal sagen. Oh, da kommt ein... im Nahkampf will er mich hauen. Was ist denn mit dem falsch? So, hier. Nimm das Eis. Zack, den haben wir. Und da haben wir auch wieder den Schuss abgeblockt. Wie viele Schüsse will er denn noch abfeuern, Leute? Ah, auf diesem Gang nach oben zu stehen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Den haben wir immerhin eingefroren. Ist der Typ... Ah, der Typ hier unten ist jetzt tot scheinbar. Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid! Und da einmal gegen die Kniescheibe. Und schon fällt der Typ aus dem Latschen. 4 Schaden, das ist nicht schlimm. Einmal auf die nächste Karte gehen, dann sind diese Wunden auch schon wieder geheilt. Und wir bekommen 2 Gewinnkarten. Einmal 10 Gold für die glückliche Fügung. Und wow, ein Segen. Das ist geil. Echsenesser. Erhalte eine Ration für jede getötete Echse. Haha, wie geil. Das erinnert mich so ein bisschen an Fallout. Da bekommt man auch immer so lustige Sachen. Jetzt fragt er mich schon wieder, warum ich das Spiel spiele. Leute, ich werde mal eben ernstes Wörtchen mit dem Bengel hier reden. Und ja, wir sehen uns dann später wieder hier bei Hand of Fate. Vielen Dank bis hierhin schon mal fürs Zuschauen. Bis nachher. Haut rein.